So, mal gucken, was jetzt gleich passiert hier. Aber genau. Wahrscheinlich wird dasselbe passieren wie vorhin. Katsching wird jetzt machen. Ja. Noch ein Prozentchen. 100%. Da. Jawohl. Abschluss. So, jetzt beendet. Musst du neue Klamotten liefern. Ja. Ich stopp mal die. Ja, nicht. Aber da zahlen wir auch über 1000 Euro für die Lieferung, ne? Ist das für Sie? Ja, aber guck mal, wie viele Klamotten da sind. Die kriegt ja, alle nicht hin. Da brauchen wir den großen Aufleger, definitiv. Ja. Ja. Weil so wird das nichts. Ja, soll ich. Und da kannst du lieber liefern lassen. Lieber liefern lassen. Okay. Dann sagen Sie mir mal genau, was wir da brauchen. So, wir brauchen fünfmal Betonbauteile. Toll. Hündchen, warte mal noch. Das sind die dicken Elemente wahrscheinlich. Fünfmal Betonbauteile. Ach, hier, sind da. Grüne. Ja, fünfmal. Ja. Ja. Dann einmal Holzbalken. Ja. Eine Palette Metallbauteile. Ja. Einmal Bewehrungsgitter. Ja. Und viermal dicken Elemente. Okay, habe ich. So, dann lassen Sie mal alle zur Baustelle liefern. 4000. 4000 kostet uns die Lieferung. Ja, ist doch egal, dann kostet halt 4000. 27.000 kostet. Ja, die Elemente kosten 27. So. Ja, haben sie alle liefern lassen? Ja. Ja, dann lagern sie mal. Ja, da muss einer in den Kran wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Und einmal Zugmaschine und großen Auflieger brauchen wir. Nein. Wofür? Wofür? Ja? Die liegen doch schon hier, die Klamotten. Ach, die liegen, ne? Ach, guck mal, ja. Jetzt sind wir, da haben wir doch Türen drin hier unten. Eigentlich müssten die geliefert sein. Ach jo, stimmt. Ja, soll ich da mal in den Kran? Da gehen Sie mal rein. Guck mir das mal. Guck mir das mal hier. Ich weiß zwar nicht, ob ich das so gut hinkriege wie Sie, aber. Ja, bestimmt. Die schaffen das bestimmt. Leute. Was haben Sie denn? Moment, hier fehlt doch was. Leute. Anni, da musst du jetzt erstmal alles verteilen. Alter. Alter, das brauchst du doch mit dem großen Kran nicht machen. Das ist ja wohl Schwachsinn gerade. Vinci. Mhm. Guck mal her. Ja. Also das ist ja wohl ein bisschen Pillepalle. Weil die weiten Dinger kann sie ja verteilen, aber den kleinen Scheiß hier. Das ist ja wohl Schwachsinn, oder? Ich kann sagen, das, was hier neben den Kran direkt kommt oder was weiß ich, das hättest du mit. Also sie kann ja das machen hier, was hier hinten hinkommt. Genau. Ne? Genau. Aber die anderen Sachen, die können wir doch hier, da stehen ja auch noch die ganzen Elemente hier und alles. Sieht man ja gar nichts, Leute. Also so. Weil dann ist ja wohl irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt nötig ist. Zur Not könntest du dich in den Dingens packen, dann könntest du ein bisschen unter die Arme greifen, was hier vorne hinkommt zum Beispiel. Das Holz. Allerdings. Das Holz, dabei kommt ja alles nur hier, achso. Nee, hier neben dem warte mal, ich hole mir das Moped mal, warte mal. Ja, ich gehe mal. Wir gucken mal eben, weil das ist ja wohl irgendwie schwachsinnig. Ja, ich gehe mal pipi. Ja. Ja, gehen Sie doch zum Bauwagen oder zu Ihrer Dixie-Toilette. Haben wir keine hier stehen? Nein, der geht zum Jupp, der hat doch noch den. Sie wissen schon. Ja, ich weiß. Der hat doch ein Leckerchen da. Oh, warte mal. Ja, das Problem ist, du kommst hier gleich nicht mehr raus, ne? Dann bleibe ich halt hier drin stehen erstmal. Na gut, man kann dich ja schnell wegsetzen dann. Ja, Schnurzbieb. So, was brauche ich denn jetzt? Die vier Dinger, die da hinkommen. Ich stelle mich mal an. Warte mal. Ich bleib los. Ich hoffe, das geht. Wenn, dann machen wir das ordentlich, Leute. Weil dann ist ja natürlich jetzt hier, dass du verteilst das ja erstmal nur. Ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Weil die nahen Sachen, die mache ich dann. Mhm.
So, nehmen Sie sich mal irgendwas weg jetzt. Ich muss wissen, wo das hinkommt. Wo kommt das hin? Sehe ich hier nicht. Ich muss das einfach mal irgendwo ablegen. Ich versuche das mal, ob das eventuell hier hinkommt, weil da hier die Bewährungsgitter auch sind. Aber ja, ich denke mal, die kommen da hin. Das sind diese Dinger da. Die Decken, ja. Ja, genau, das sind die Deckenelemente, alles klar. Dann nehme ich das andere Zeug. Ist das sogar richtig liegen, ne? Lass ihn mal machen, ne? Dann schnapp ich mir das andere. Ja, Leute, Schweine viel Arbeit, ne? Ja, sieht so aus, ne? Aber es wird ja auch gut bezahlt. Ja, wir machen das ja nicht umsonst, ne? Ja, ich lasse sie erstmal machen. Wird schon wieder dunkel. Ja, das stimmt. Ist der Tag schon wieder rum. Können wir mal eben Päuschen machen. Jo, dann gehen wir schlafen. Moment, ich mache noch die eine Palette meiner hier. Also ich brech doch nicht mittendrin ab. Jawohl. Schwachsinn. Eine setze ich jetzt noch auf. Dann habe ich die Arbeit nämlich hier fertig. Ach. Ja. Ist das so? Ja, das ist so. Können Sie gar nicht vorstellen, wa? Nö. Ihr Vater hat mir das damals beigebracht. Ja. Unterbreche nie deine angefangene Arbeit. Das hat er bei mir auch mal versucht, aber ich habe dann... Naja. So, das habe ich fertig. So, weg komme ich ja hier sowieso nicht mehr, also kann ich auch aussteigen. So, wieder da. Ja, ich bin fertig, wir können Feierabend machen, Kevin. Sie können... Machen wir Feierabend? Ja. Oh, erstmal schlafen eine Runde, ne? Ja, können sie machen. Vinci? Hm? Hier, einsteigen. Wie gehabt, ne? Ja, sicher. Und rein hier. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Prost, Vinci. Prost. Prost. Oh, Junge, ey. Ja. Warte mal. Oh, guck mal, die Weiber da hinten. Hey! Sag mal. Ich hab einen Dicken in der Hose, wollt sehen? Ja! Entschuldigen Sie, die Herren, wir haben 6 Uhr. Hören Sie mal bitte auf hier. Hallo! Moin, Chefin. Guten Morgen, Herr Hoxen. Würden Sie mal bitte hier. Wir haben 6 Uhr. Die Leute schlafen noch.
Viel. Die soll arbeiten, so wie wir. Der Finch, gehen Sie mal in den Kran. Also, das gibt's ja wohl hier nicht. Junge, schaffst du das? Mal wieder da hochkrabbelt. Der ist ja noch voll am Schwanken gewesen. Wie kommt denn das? Geht? Ja. Ich schick den Leibwall hoch. Dann hilft dir das. Herr Ochsen, kommen Sie mal bitte her. Ja, Moment, ich kann nicht. Ich muss hier. Ich, nein, ich, Sie kommen jetzt mal hier zu mir. Ich bin sicher, Sicherungsposten hier. Ich kann da nicht hinkommen, wo Sie sind. Ja, Rock, hier mal ist. Ich kann da nicht hinkommen, wo Sie sind, Kevin. Das geht nicht. Oh, ist mir schlecht. Mir ist so schlecht. Glaub das jetzt nicht. Was glauben Sie? Ich können Sie ruhig glauben, dass mir schlecht ist. Fahren Sie den Wagen mal hier weg. Das geht. Kann ich nicht, hier ist ja kein Platz. Hm. Geht nicht. Kann man hier dran vorbeifahren? Also, kann man hier dran vorbeifahren? Ja, noch hier? Können Sie. Wenn der Herr Finch jetzt gleich da Dinge dahin stellt, dann wird das ein Problem. Passen Sie auf, ich zeige Ihnen das mal. Ja, genau. Fahren Sie mal weg, Chef. Finchi? Hm? Hier, war ein Leckerchen für dich. Ja, steht drauf. Ja, ist drauf. Jo. Hau rein. Ui, fährt mich kaputt hier, die Olle. Oh, Prost. Prost, Junge. Prost. Oh, lecker. Lass dir gut gehen da oben. Ja, guck mal, jetzt funktioniert das auch wieder hier mit dem... Ja, sag ich doch. Geht mit dem Fummel, ne? Ja. Ja. Was für ein Spaß. Hurra, hurra. Kamelle sind da. Ja, können Sie ja dran vorbeifahren. Ja, Chefin, ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Hm. 8 Stunden hat sie gebraucht, jetzt um das Moped da hinzupacken. Ja, Herr Hoxton. Hm? Was denn? Es hat gepasst. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht, aber hat unheimlich lange gedauert. Ne, Sie haben gesagt, das passt nicht mehr. So, ich geh mal hier auf den. Siehst du mich, Finchi? Oh, wie Container! Ja. Ja. Aber ich fahre gleich mal eine Runde Karussell mit, ne? Mhm. Warte mal, ich stell mich gleich mal hier oben drauf. Hier, dann kannst du gleich mal hier machen. Junge. So. Haben wir zu viel gekauft oder wo kommt das alles hin? Ne, eine haben wir hier noch, die kommt da auch hin. Ach so, das sind ja gar nicht hier die. Ah, okay. So, warte, Finchi, fahr eine Runde mit. Was haben Sie, Herr Ochsen? Fahr los. Ja! Herr Ochsen, was machen Sie denn da? Mitfahren. Oh, geil. Guck mal. Guck mal, wie weit ich gucken kann. Finchi, ich bin ein Vogel, ich kann fliegen. Oh ja. Mein Gott. Warte, ich springe. Nein! Oh nein, ich bin gesprungen. Haben Sie halt gesehen, wie geschmeidig ich gelandet bin? Kann man alles nur mehr vom Erbsensuppenjupp die Marille getrunken. Gucken Sie mal, wie geschmeidig ich bin. Herr Ochsen, gucken Sie mal. So, gehen Sie mal in den Bauwagen gesehen und schlafen sich aus. Nee. Warum darf der schlafen und ich nicht? Ja, echt. So, fertig. Oh, was hat der hier? So. Fertig, Elefanten müssen jetzt. Wahrscheinlich setzen. Die Aufzugsgeschichten. Ist da ein Loch drin, oben in der Decke? Guck mal. Ja, das könnte Aufzug sein. Oh. Warum gehen Sie da rein, Chefin? Ja, das weiß ich selber nicht. Aber unser ein hier doof quatschen, weißt du? Also Leute, ihr seht selber, wir machen immer eine Etage fertig. Die Aufzugsschächte kommen da so rein. Ja, wir gehen mal gucken, wo die wahrscheinlich wird dann die nächste Etage genauso aussehen. Oh, der Ochs macht hier die ganzen Abdrücke. Haben sich wieder nicht die Füße abgestupst. Abgestupft? Was ist das denn? Weil der Chef heißt immer abstupfen. Können Sie mal Ihre Füße abstupfen? Ja. Ah, das ist ein Paternoster hier, oder?
Wie? So nebeneinander, so zwei, oder? Wie Pater. Ich bin noch kein Pater. Was ist mit denen los? Der Pater. Der einzige Pater, den ich kenne, ist der... Der Pater auf der Flasche. Auf dem Kronkorken, der Pater des Kronkorken. Oh, Herr Finch, denken Sie, die waren teuer. Ja. Einmal drehen. Genau. Lassen Sie mal die Nummer 1 hat machen hier. Ja, runter. Runter. Und stuppen. Hey. Markierten Bereich räumen. Okay, dann gehen wir weg. Haben wir? Nee, auch nicht. Ach, jetzt ist geräumt. Dann jetzt kommen die dicken Elementi. Ja, hier liegen sie. Oh je, das waren doch die Elemente, die mal rumgesponnen haben. Nee, ne? Die ja. Nicht. Das waren die Verschalung. Ah doch. Ja. Doch. Die hüpfen schon wieder, haben sie recht. Der eine hat schon Zicken gemacht. Was für ein Zicken kriege ich hier? Was ich ja bescheuert finde, ist diese Umsetzerei der Gießungs-, der Betonpumpe. Mhm. Hier total bescheuert. Oh. Du fährst von einer Ecke zur anderen, das ist total bekloppt eigentlich, ne? Komm gar nicht da drauf. Können Sie mich mal mitnehmen? Wohin? Da oben drauf. Wollen Sie auch mal Kirmes haben? Ne, ich wollte ja, warten Sie. Oh. Du weißt, was es zu tun. Du weißt, was zu tun ist. Lass es wie ein Unfall aussehen. Na, nicht so ganz hoch. Und nicht so ganz hoch, Leute. Ganz nach oben, ganz nein! Nach oben. Nein! Für Witter ganz nach oben. Oh, ganz nach oben. Ich hab doch auch noch nicht ganz nach oben. Oh, Leute. Diese ganz nach oben. Oh, das kippelt. Ganz nach oben. Das kippelt und dreht sich hier um. Den Helm auf. Oh, guckt euch die Aussicht an. Das Schloss. Jawohl. Es dreht sich alles. Kann ich wieder runter? Lass mich runter! Oh Gott. Schneller. Ja, dann, wenn sie schneller wollen, dann springen sie. Nein. Chefin. Das ist ja kein Quatsch jetzt hier. Hallo. Ich höre hier schon Stimmen. Gott. Ja, okay. Oh Gott. Oh. Die ist gesprungen. Hast du gesehen? Ja. So Leute, hier ist denn der Fahrstuhlschacht. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt eine Etage. Und ich würde sagen, Herr Ochsen, was sagen Sie, wenn wir das Dach machen? Ich denke mal schon, weil da kommt ja noch eine Zwischenetage und hin und her. Wir gucken mal, wir schalten euch einfach wieder dazu, wenn wir. Genau, und die Abschnitte werden sich, denke ich, mal wiederholen. Weil ihr kennt das ja alles, die Deckendinger da und sowas alles, das kennt ihr ja. Aber wie gesagt, wir holen euch wieder dabei, wenn irgendwas Neues gibt. Genau, wenn wir hier von der Optik her entweder das Gebäude schon halb fertig ist, dass wir hier den Unterschied sehen, oder wenn hier dieser Anbau kommt, das wird natürlich dann auch interessant. Naja, Finch, ich fahr mit. Wenn die Brücke hier mit, was? Ach so. Ui. Okay. Juhu. Da bin ich. Also Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.